Der HBW spielt diese Jahr super Saison. Was macht den HBW dieses Jahr so stark? Oh, das ist eine gute Frage. Ich denke, die mannschaftliche Geschlossenheit. Und ganz klar die Mannschaftsleistung. Definitiv. Ja, von dem neuen Spieler Nioka haben sie einen super Spieler verpflichtet, der auch jedes Spiel super Tore macht. Und der ganze Mannschaftsgeist ist auch richtig super. Was sagst du zur Verteidigung? Die könnte noch ein bisschen stabiler sein, aber ja, sonst ist eigentlich ganz okay. Letzte Spiele haben wir ja jetzt nicht über 30 Gegentore gekriegt, also von dem her ist gut eigentlich. Gegen Kiel nur 22 Tore oder 21 gekriegt, schon super Leistung. Also die neue Leitung teilweise sehr gut einschlagen, die passen gut zur Mannschaft. Ja, und ich denke halt, die mannschaftliche Geschlossenheit, der Einsatz, der stimmt das ja. Der Wille ist da zum Gewinnen. Ich glaube, die Mannschaft ist ausgeglichen. Jeder will und das ist mal wichtig. In der Mannschaft an für sich und in dem Zusammenhalt. Das ist einfach super familiär und die haben eigentlich wirklich immer einen mega Zusammenhalt, auch wenn neue Spieler dazukommen. Und die reagieren eigentlich auch auf Barling immer gut, die neuen Spieler. Also dass es wirklich hier auch außerordentlich ist. Ich sage jetzt einfach mal, sie sind sehr konstant im Angriff gerade und in der Abwehr kämpfen sie. Und das ist einfach das Maßgebende, wo ich persönlich positiv finde. Ich glaube, wir haben diese Saison eine gigantische Mannschaft. Keiner hat so richtig damit gerechnet. Viele haben gedacht, wer weiß, ob die Erstliga tauglich sind. Aber ich glaube, die Jungs haben super zusammengefunden. Nicht nur hier im Spiel, sondern auch, glaube ich, privat und menschlich ist das eine super Mannschaft. Und Verletzungspech haben wir dieses Jahr auch noch nicht so, wie leider in den vergangenen Jahren immer gewesen ist am Anfang. Deswegen, es läuft und so kann es weitergehen.